Wonderful, good morning. Ja, jetzt bin ich noch auf Lemberungarn, aber jetzt geht's gleich zurück. Und ja, mir hat es hier schon gefallen. Raus aus dem Paradies. Ja, aber jetzt kommt was Geileres, wenn es heute Mittag klappt. Und ja, ihr könnt euch schon drauf freuen. Ich freue mich schon mega. Das ist ein Highlight für mich, wenn es klappt. Also heute, wenn nicht, dann an einem anderen Tag. Und ja, und deswegen spinne ich euch jetzt zurück. Anstatt euch die Fahrt erspare ich euch. Ja. So, jetzt habe ich mich ins Auto gespinnt und jetzt bin ich gerade mit meinem Kumpel und meinem Bello unterwegs. Und ja, wir fahren jetzt gerade Richtung Java, weil wir wollen nämlich auf den Kawaiian gehen, also auf den Vulkankrater. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das heute alles so funktioniert, und wir brauchen nur scheinbar einen Guide und so weiter und so fort. Und ja, ich bin echt richtig aufgeregt, also richtig aufgeregt, aber halt, ja, voll, wie soll ich sagen, angespannt ein bisschen und freue mich mega drauf. Ja, wird schon klappen. I used to walk these roads with you. Remember the last time I went without you. Jetzt mittlerweile sind wir 4-5 Stunden unterwegs gewesen und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Kilimanjaro. Und ja, jetzt waren wir bei Freunde von Bello und sein Freund Anto ist jetzt auch dabei und der geht nachher mit mir auf den Ian hoch. Und ja, könnt gespannt sein. Da haben wir bei Anto seiner Familie noch gegessen und es war richtig lecker und die waren auch mega freundlich. Und ja, mehr seht ihr später. It's like my brother is Chris. And then I will go to Kawahijin on this night, 12 o'clock. Wow! An amazing program. Oh, in this way it's still in around Pemutran. In Pemutran this is the best place for the diving, snorkeling also around here. You can go to the small island. I used to walk these roads with you. So, jetzt sitze ich gerade hier im Jeep drin und ja, die Fähre ist jetzt von Kilimanjaro rübergefahren nach Java eine Stunde und ja, hier ist jetzt Zeitverschiebung eine Stunde und jetzt müssen wir dann noch einen Berg hochfahren mit dem Jeep, 1,5 Stunden und dann geht der Walk erst los. Ja, der Bello ist jetzt nicht dabei, weil das hätte irgendwie voll viel Geld halt kostet, wenn wir für beide hätten müssen Eintritt zahlen und so. Und dann wollte eigentlich sein Kumpel, der Ando, mit, weil der aus Java ist und der halt dann irgendwie nichts zahlen hätte müssen. Voll komisch irgendwie. Und ja, keine Ahnung, aber der ist jetzt mitkommen, aber irgendwie ist der jetzt, weiß nicht, hat er glaube doch keinen Bock gehabt, aber jetzt bin ich halt in dem Jeep. Und ja, da ist jetzt so ein Guide dabei und ja, mal schauen, was jetzt dabei rumkommt und wie sich der Track und das Ganze hier entwickelt. Oh, geht das? Oh, jetzt sehe ich auch gar nichts mehr. Oh. Oh, das ist gar nicht so einfach, ey, ohne Witz. Ich komme mir vor, wie so. So, mittlerweile sind wir jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs und jetzt geht es so eine halbe Stunde hoch. Und ja, ich habe jemanden von guten alten Deutschland getroffen, die Steffi. Sag mal hallo. Hallo. Und ja, wir sind schon, oh, ich sehe gar nichts hier. Wir sind schon richtig gespannt, wie das nachher da oben mal ist und ob man da überhaupt atmen kann. Und ja, bisher war es eigentlich ein größerer Spaziergang, sage ich jetzt mal. Ja. Where do I go from here?
not the last time I went without you. So, jetzt sind wir gerade hier ganz oben. Und schaut euch das mal an, sieht schon ganz geil aus. Hier hinten unten, da wird das, ist die Blue Flame und da wird das auch abgebaut. Und ja, jetzt sehen wir eigentlich gerade eine Timelapse. Mal schauen, ob die was wird. Und jo. So, mittlerweile bin ich jetzt endlich wieder in U-Boot angekommen und ja, ich bin wieder 6 Stunden unterwegs gewesen. Und ja, das war alles ein bisschen confusing heute, weil das war mega da oben auf dem Berg, aber ja, der Ando ist ja nicht mitgegangen, weil keine Ahnung warum. Weiß ich jetzt auch nicht, aber mit der Gruppe, wo ich unterwegs war, war es echt ganz cool. Und ja, dann war es halt so, dann hat der Typi, wo uns abgeholt hat, erst nicht vercheckt, dass ich gar nicht zu der anderen dazugehöre, sondern dass er mir eine Fähre bringen muss. Und das war ein bisschen hin und her halt. Ja, und dann ist mir noch mega schlecht gegangen beim Runterlaufen, weil ich muss mir irgendwas eingefangen haben. Der Bello und ich, wir haben gestern halt bei der Hinfahrt in so einem Warung was gegessen. Und ja, ihn hat es auch ein bisschen erwischt. Und jetzt sind wir heute halt der ganze Tag, war es uns ein bisschen schlecht. Und ja, jetzt geht's wieder. Und ich bin jetzt seit über 30 Stunden wach, also länger glaub ich schon, halt. Und ja, jetzt bin ich schon wieder so drüber, jetzt gehe ich erstmal noch was essen in U-Boot. Und morgen gehe ich dann wahrscheinlich weiter, muss ich mal noch planen und ja. Ansonsten passiert dann nämlich viel, ich esse jetzt einfach was und das war's dann auch für heute. Dann sehen wir uns morgen wieder, ciao.